Moin, es folgt ein kurzes Tutorial, wie man den, wie heißt er, Sophie's Scarf beginnt. Dieses Video ist eigentlich speziell für Tina, aber auch für jeden anderen, der sich für den Sophie's Scarf interessiert. Die Anleitung ist von Petit Knit. Wir machen als erstes mal eine Schlaufe. So. Wir schlaufen uns die Wolle auf die Nadel, ziehen das zu und machen jetzt 5 Maschen, schlagen wir an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir wenden und haben jetzt hier 6 Maschen auf der Nadel. Die ersten drei stricken wir rechts, ganz normal. Ich filme um die, nicht dass ihr denkt, irgendwie ich bin blind oder so, ich filme um das Stativ rum. Eins, zwei, drei und die letzten drei, dann nehmen wir den Faden nach vorne und heben die einfach ab, alle drei. Mit dem Faden nach vorne. Dann wenden wir und achtet darauf, dass der Faden hier hinten ist. Ich habe so, ne, das ist falsch. So. Und jetzt stricken wir wieder die ersten drei. Und die letzten drei heben wir mit Faden nach vorne einfach ab. Die hat sich gesplittet. Einen Moment. Das hasse ich bei dieser Wolle ein bisschen, aber ist ja wurscht. Wir wenden und der Faden ist hinten. Drei Stricken. Eins, zwei, drei und drei nach vorne. Faden hinten lassen. Ich zeige euch das jetzt mal anhand eines Probestücks, das ich gemacht habe. Das sieht nachher so aus. Also wir fangen, hier unten haben wir angefangen, ne, mit unseren 3 Maschen, bla bla bla. Und dann nehmen wir zu. Ich stricke jetzt noch mal so ein paar Mal rein. Ich mache das mal eben. So ohne Geschnacke. Und wenn ihr diese kleine Schaulette macht, die ich auf Insta gepostet habe, die von Gitte, die ist ratzfatz fertig. Und echt ganz drollig. Man kann natürlich auch den großen Sophie's Scarf machen. 3 Stricken. Faden nach vorne nicht vergessen, die 3 abheben und wenden, dass der Faden wieder hinten ist. Wie gesagt, ich hatte das, bei mir war dann der Faden vorne und das war 2 Stunden, bis ich das gepeilt habe. Hat man manchmal. Nach vorne und wieder wenden. Und jetzt seht ihr schon, da bildet sich dann dieser I-Cord-Rand. Und auf der Rückseite sieht das so aus. Und jetzt können wir dann Zunahmen machen. Und zwar, wir stricken immer 3. Das bleibt immer gleich. Und wir heben auch immer 3 mit Faden nach vorne ab. Aber
Wir nehmen jetzt aus der, ich sag mal es nochmal, das ist 1, 2, aus der dritten Masche nehmen wir jetzt einfach, Moment, eine Masche zu, aus dem hinteren Faden. Ob das jetzt so nach richtig ist, nach Anleitung, weiß ich nicht. Ich habe das so gemacht. Ach ja, und die drei Faden nach vorne abheben und wieder wenden. Und oh Wunder, jetzt haben wir 7 Maschen. Wow. Man könnte jetzt auch machen, 1, 2, 3, jetzt wieder aus dem Querfaden hin, also aus diesem hinteren Faden, eine Masche rausstricken, eine Zunahme machen praktisch, Faden nach vorne, 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 festhalten und wenden. Und das ist das ganze Prinzip von dem kleinen Minischal. Gitte hat zugenommen. Die ersten 3 ist ja der I-Chord und die letzten 3 auch. Und was dazwischen ist, da hat Gitte 20 Maschen. Ist hier übrigens auch. Also hier sind 3, da sind 3 und in der Mitte sind die Zunahmen, die 20 Stück. Und dann hat man diese Breite, so praktisch das der Hals, so dass man es so um den Hals tüdeln kann. Ist jetzt kein irrer langer Schal oder so. Stricken jetzt noch mal ein bisschen. Und da braucht man nicht mal irgendwie Maschenmarkierer oder irgendwie was. Das ist nachher so drin. Wie gesagt, da kannst du dich bei unterhalten, aber kannst du bei Fernsehen gucken. Und das ist mal was anderes. So für ein Knäuel so. Ziemlich, ich bin ein ganz fester Stricker, aber ich habe keine dickeren Nadeln. Habe aber auch keine Lust, dünnere Wolle zu nehmen. Und seht ihr ja auch nichts. Es ist echt ein ganz simples Stricken. Ich bin gerade begeistert. Ihr seht jetzt die Wolle voll blau wahrscheinlich, aber die ist richtig knalle Türkis. Nimmt meine Kamera nicht. Ich versuche mal ein bisschen lockerer zu stricken. So. Kann man dann auch aus Seide Leinen für den Sommer machen. Oder in richtig dick chunky. Decay, Sockenwolle, bunt, einfarbig. Manchmal muss man doch gucken, wenn man im Flow ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und Faden nach vorne und wenden. So, jetzt habe ich hier 20 Maschen zwischen aufgenommen. Wir hatten ja gesagt, 3 hier für den I-Chord hier hinten, dann nehmen wir immer 3 ab und dazwischen sind jetzt 20 Maschen und das passt schön auf so ein Nadelspiel, also 2 Nadeln vom Nadelspiel. Und jetzt würden wir dann halt, wenn wir bei 20 Maschen bleiben, vorausgesetzt, das ist dieser kleine, den auch Gitte auf Instagram, den ich da gepostet hatte, und jetzt würde man dann so fortfahren, also die Zunahmen sind gemacht und jetzt strickt man einfach
nur Kraus maschen bis zu den letzten drei hinten. Die heben wir gleich ab. Dann wenden wir und so weiter und so weiter. Solange wie ihr den eben halt haben wollt. Oder wie das Knäuel reicht, oder. Gitta hat den ziemlich kurz, wie so ein Niki-Tuch, dass man sich den so einmal so umschlingt und dann so, ja, wie man früher so Niki-Tücher umgebunden hat. Aber wie gesagt, da kann man ja auch zweimal, dreimal, je nachdem, wie lang man den eben haben will, das ist ja nur noch Geschmackssache. Ich könnte mir nicht so einen kleinen umbinden. Das wäre, als wenn man um LKW-Reifen so ein Tuch versuchen würde, umzubinden. Die letzten drei heben wir ab. Faden nach hinten. Immer daran denken, Faden nach hinten. Und da kriegen wir dann hier unseren I-Cord-Rand ja mit hin. 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Die Abnahmen sind nachher so, wenn ihr das dann gestrickt habt, dann nehmt ihr ja die Hälfte von eurem Schal und fangt nachher die Abnahmen ja an. Und da habe ich Gitte gefragt, weil ich habe ja nur dieses kleine Stück gemacht gehabt. Und Gitte sagt, einfach, also drei Maschen, die vierte und fünfte einfach zusammenstricken, aber nur auf einer Seite, ne? Und nochmal weiter stricken, bis ihr dann halt die Abnahme habt. Auf die Maschen, die ihr so kommt, dass das so ist wie hier. Und das war das alles. Mehr kann ich euch jetzt dazu nicht sagen. Und ich hoffe, Tina, dass es für dich ein hilfreiches Tutorial ist. Wie gesagt, hier mit dieser 1,45 Schachenmeier Bravo Wolle, das ist richtig weich und puffelig und das ist ein richtig bretthart. Aber das war ja nur zum Zeigen. Habt einen schönen wolligen Abend und bis zum nächsten Mal. Gruß, Kuss und Schluss.